Dieses Video dient der Aufklärung und ist für Leute, die eh schon vorhaben zu konsumieren, sodass sie einem niedrigeren Risiko ausgesetzt sind. Hey, ich hatte Lust, über mein erstes Mal Keta zu reden und auch darüber zu reden, ob der Hype meiner Meinung nach übertrieben ist oder nicht. Und zwar war ich auf einem Festival und da ist es dann dazu gekommen, dass mir etwas Keta auf meinem Melonenstück gemischt wurde. Also es war bei mir tatsächlich nicht viel. Ich habe das oral konsumiert, weil Open Mind in seinem Video gesagt hat, wie eklig das in der Nase ist. Und dann dachte ich mir so, nee, das tue ich mir nicht an. Und es war halt wirklich nur eine minimale Menge. Also, weiß nicht, so wie zwei Wassermelonenkerne im Prinzip. So mit der Fingerspitze. Beziehungsweise mit der Melonenspitze. Und mein Freund hat auch was konsumiert. Der hat es allerdings nasal konsumiert. Er hat auf jeden Fall sicher das Doppelte oder so von mir konsumiert. Das war keine gute Idee. Es war für ihn tatsächlich für den Anfang zu viel. Also die Line, die aus Versehen in seiner Nase gelandet ist, war ungefähr genauso groß wie bei Pep. Und es war zu viel. Und das, obwohl er eigentlich eine relativ hohe Toleranz hat. Also ich würde da echt vorsichtig sein, wenn man sowas macht. Und lieber erst langsam herantasten mit kleinen Dosen. Oh, so wie ich es gemacht habe. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann aufgestanden. Und sind zuerst Richtung Forest Floor auf diesem Festival gegangen. Und haben dann aber beschlossen weiterzugehen, weil wir irgendwie da nicht chillen wollten. Wir haben uns überlegt, dass wir uns einen Ort suchen, wo wir auch jederzeit richtig gut so uns abseits hinsetzen können und da auch ein bisschen Ruhe haben, falls wir mit der Wirkung irgendwie nicht klarkommen. Und ja, dann sind wir zum Main Floor gegangen und haben uns am Rand dann so einfach hingepflanzt. Und ich habe tatsächlich schon sicher nach 10, 15 Minuten was gemerkt, so die ersten Sachen. Ich dachte aber am Anfang die ganze Zeit, nee, das kann nicht sein, dass ich jetzt schon was merke. Ja, es war aber tatsächlich so. Also ich war völlig überrascht, dass das so schnell geht. Ja, man wird auf jeden Fall schuseliger. Ich saß da dann halt rum, hab dann irgendwann so angefangen, so zur Musik hin und her zu schwanken. Das war ziemlich lustig. Bei meinem Freund war es leider so. Er hat sich halt die ganze Zeit Sorgen gemacht, weil wegen der großen Menge. Ja, das hat dann im Prinzip bei ihm zu immer mehr Angst geführt. Er gehört wahrscheinlich auch zu den Menschen, die das nicht so gut vertragen. Weil dadurch, dass der Körper ja so duselig wird, sage ich mal, kann das auch eine Form von Kontrollverlust sein. Und das tat meinem Freund nicht gut in dem Moment. Und ja, das hat bei ihm eben dann dadurch ganz viel Angst ausgelöst. Und ja, bei mir war es so, ich war tatsächlich überrascht, dass ich zeitweise kurz sogar genervt war von ihm, dass er eben so viel konsumiert hatte und ihm jetzt nicht gut geht. Im Nachhinein tut mir das aber ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob das irgendwie durch die Substanz kam oder weil ich selber irgendwie die Tage davor überanstrengt war. Das weiß ich selber nicht genau. Ja, auf jeden Fall bin ich dann aufgestanden nach einer Weile, weil ich einfach wissen wollte, wie sich Stehen in so einem Zustand anfühlt. Und es war lustig. Wollte ich meinen Freund dazu animieren, dass er auch aufsteht. Ich glaube, er wollte aber nicht. Ja, da bin ich so ein paar Schritte hin und her gelaufen, weil ich einfach wissen wollte, was Open Mind mit diesem Astronautengang gemeint hat. Also wie sich das bei mir angefühlt hat, war, dass sich so angefühlt hat, als wäre an der Fußsohle irgendwie immer wieder so voll die Haftung dran. Wie so eine Art leichtes Gewicht oder so. Und die Knie waren irgendwie so leicht weich. Dann sind wir aber auf jeden Fall kurze Zeit später vom Main Floor weg. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, ob das wegen mir war oder wegen ihm. Er hatte auf jeden Fall immer wieder das Gefühl, dass er jetzt schlafen könnte. Hatte aber dann eben Angst, irgendwie in ein K-Hole zu fallen oder so. Weswegen er halt wach geblieben ist und sich dann zu irgendwas gezwungen hat, was halt auch nicht gut war. Ja, wir sind dann halt eben zu diesen Hängematten hin, die es
so 50 Meter weiter gab. Eigentlich habe ich mir das so im Kopf so voll chillig vorgestellt, einfach so zu gammeln. Da lag da dann aber, ich glaube, ein Mädchen. Und ich habe so völlig nicht damit gerechnet, dass da eine Person ist. Und dann bin ich voll erschrocken. Auch weil ich ihr Gesicht nicht richtig zuordnen konnte. Und die hat, glaube ich, auch irgendeine Sprachmemo oder so aufgenommen. Und dadurch dachte ich im ersten Moment auch, die spricht mit mir. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass es kurz auch bei mir Angst ausgelöst hat. Einfach weil ich total verwirrt war. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, dass ich hier weg will. ja, also sind wir nicht zu den Hängematten gegangen. Ich hatte dann immer wieder auch so diesen Impuls, irgendwie rumzublödeln und irgendwelchen Quatsch zu machen. Aber ich musste halt auch auf meinen Freund aufpassen, da es ihm nicht gut ging. Und konnte dem also nicht so arg nachgehen. Mein Freund war halt so ziemlich frustriert über die Wirkung und hat dann immer so gemeint, so, ja, das war's jetzt von der Wirkung und dass es der größte Scheiß überhaupt ist. Und ja, völlig überteuert ist und dass es sich überhaupt nicht lohnt. Und er hat auch zu mir gesagt, dass er gerne, da gab es so Balancierbalken, ich kann nicht sprechen, Balancierbalken, ich lasse es jetzt einfach mal so, ihr wisst, was ich meine. Und da konnte man halt eben drauf balancieren und sich irgendwie gegenseitig runterschubsen. Und mein Freund hätte das tatsächlich ziemlich gerne mit mir gemacht. Aber er war halt einfach nicht mehr dazu in der Lage. Und das hat dann dazu geführt, dass er halt auch eben wieder frustriert war. Und er hatte halt auch eine ziemlich hohe Erwartungshaltung an die ganze Sache. Also er hat halt so andere Leute auf dem Festival rumrufen gehört, so, ja, Keta ist geil und sowas. Und deswegen dachte er halt so, dass das so voll übel krass wäre. Aber ja, es ist halt nicht für jeden so. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm zum Zelt. Und er hat sich dann da reingelegt. Er konnte dann aber, glaube ich, auch nicht wirklich schlafen. Ich saß dann eine Weile noch davor und habe dann so gemerkt, wie die Wirkung immer weiter nachlässt. Ich habe dann aber nicht weiter nachgelegt, weil es mich einfach total abgeschreckt hat, was das bei der Person verursachen kann. Also was für einen Abfuck man da haben kann. Wie schlecht es einem dann gehen kann, dass ich selber in dem Moment gar keine Lust mehr hatte, mehr davon zu konsumieren. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall noch ein bisschen rumgelaufen auf dem Festival. Aber ich wurde dann eben Stück für Stück einfach nüchterner und ja, ich glaube, das war's. Also die Wirkungszeit, ja, vielleicht eine Stunde oder so, ich weiß es nicht genau. Also was ich jetzt auf jeden Fall zusammenfassen will, ist, ich würde da mich tatsächlich, wenn man das unbedingt eh schon machen will, mich mit kleinen Mengen rantasten. Ihr wisst nicht, wie stark ihr auf das Zeug reagiert. Dann wäre es auch gut, wenn man Kontrollverlust zulassen kann. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall lustig, auf dieser Substanz irgendwie rumzublödeln. Dadurch, dass der Körper ja so duselig ist, kann man da auf jeden Fall ziemlich viel Blödsinn machen. Ist der Hype übertrieben? Ich würde mal sagen, dass Hypes eigentlich immer übertrieben sind. Meiner Meinung nach gehört jetzt Keta nicht zu meinen Lieblingssubstanzen. Von dem bisschen, was ich genommen hatte, konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, davon süchtig zu werden. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, halt auch nicht viel davon konsumiert. Das kann halt auch einfach daran liegen. Ja, es wird halt, die Droge wird halt momentan ziemlich arg in Social Media verbreitet und deswegen sind halt voll viele Leute daran interessiert und denken halt, dadurch, dass es halt oft erwähnt wird, dass es super geil wäre. Aber ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht so besonders. Es kann mal was Lustiges sein, aber ich finde persönlich, es gibt bessere Sachen, ganz ehrlich. Und die sind, die Melonenstücke kosten weniger Geld. Und der Hype führt halt natürlich auch dazu, dass man selber eine relativ hohe Erwartungshaltung hat. Und je höher die Erwartungshaltung ist, umso eher wird man natürlich auch enttäuscht. Ist ja irgendwie klar.
Ich bin mir selber tatsächlich nicht sicher, ob ich das Ganze nochmal machen werde. Ich bin tatsächlich am Überlegen und dann halt auch mal auszuprobieren, wie das ist, auf der Substanz Quatsch zu machen. Aber das muss ich mir selber auch noch überlegen. Und ja, ich würde das dann wahrscheinlich auch nur in kleineren Mengen machen. Und nicht so, dass ich ins K-Hole komme oder so. Und ja, vielleicht gibt es dann hier irgendwann mal auf dem Kanal auch sowas. Ich habe keine Ahnung. Und ansonsten sieht man sich dann beim nächsten Mal.